Hallo und herzlich willkommen zu diesem Schreibgestöber. Da bin ich wieder. Nachdem das letzte glorreich ausgefallen ist, weil ich erst keine Stimme hatte und mit einer Kehlekopfentzündung flach lag und ein paar Tage später ich einfach übelst Fieber gekriegt habe, weil mich diese aktuelle Grippewelle volle Breitseite erwischt hat. Also ich hatte echt lange, 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 lange keine Grippe mehr und war halt auch nicht gegen geimpft, obwohl ich es vorhatte, es aber zeitlich nicht mehr geschafft hatte. Hätte ich mal tun sollen, weil das, was da, hui. Also 4 Tage Fieber alleine zu Hause ist schon echt ungeil. Ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben gehabt im Zwischendurch, die ich euch mitteilen wollte, weil ja am 15. ausgefallen ist, weil ich klinisch tot war gefühlt. Also, wie man sieht, ich bin gerade nicht wieder zu Hause, ich bin unten bei Margot. Ich habe mein Überarbeitungsheft von Geheimmutter Hexe mit. In der Hoffnung, dass ich hier dazu komme, ein bisschen zu überarbeiten. Aber ich bin halt auch ganz normal am Arbeiten innerhalb der Woche, weswegen das gerade ein bisschen schwer ist. Heute ist der erste, heute habe ich Urlaub mir genommen, weil Margot Geburtstag hat. Und deswegen habe ich gerade ein bisschen Zeit, jetzt bin ich gerade mit dem Hund draußen. So, was ist denn so passiert die letzten Wochen, außer dass ich krank war? Ich bin. Sekunde. Wir wollen ja hier, ne? Richtigkeitshalber. So, ich bin am 11.02. nach Hause gefahren. Was ja kein Problem war, weil mit einer Kehlkopfentzündung darfst du ja Bahn fahren. Du darfst ja nur nicht die Fresse aufreißen, also darfst nicht reden. Und da auf dem Weg ist mir eine Idee gekommen. Und zwar habe ich ja das Projekt Mikoro, das ist ja mein Bromance-Projekt. Und mir ist eine Idee für einen zweiten Teil eingefallen. Ja, super, noch eine Idee, noch ein Plot Bunny. Dankeschön. Das würde halt auch wieder so ein nerdige Romance werden. Und da habe ich so ein bisschen auf der Rückfahrt von hier nach Hause mir so ein, zwei Notizen dazu gemacht. Auch so ein, zwei Notizen schon mal zum Plot. Und bin mega gespannt, weil diese. Es werden halt so zwei nerdige Romance-Projekte. Ich bin immer noch nicht so überzeugt, ob ich das so auf die Kette kriege. Weil ich extrem schlecht in zwischenmenschlichen Konflikten bin, weil ich mir halt jedes Mal denke, dass man mit Kommunikation echt alles klären kann. Und dass bei diesen Projekten, bei diesen Romance-Geschichten halt ganz viel mit Misskommunikation und Sachen werden verheimlicht und keine Ahnung. Es fällt mir halt schwer. Und was angekommen ist, was ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, weil ich hier unten bin. Ich habe eine Euro-Kiste gekriegt. Letztes Jahr auf dem Buchhorn hatte ich ja meine Plastikkisten mit, die sehr dünnen, die halt wirklich nur gut zum Einlagern waren. Und da hat mir Grummel aus Versehen eine Kiste den Deckel kaputt gehauen. Und seine Reaktion war, du kriegst eine neue Euro-Kiste. Und ich so, okay. Nehme ich gerne, war eh geplant, weil Euro-Kisten sind super geil, weil die haben sehr gerade Wände und nicht innen drin so eine Verschnörkelung, sondern wirklich ist das alles sehr gerade und man kann super Sachen drin lagern. Und halt auch dementsprechend für Messen verwenden. Und die Kiste ist angekommen. Also die Kiste kam an, als ich hier unten war. Und als ich dann oben angekommen bin, habe ich erstmal die Kiste holen müssen, weil die halt bei der Post war. Riesiges Teil. Zeige ich gerne im nächsten Vlog. Und das heißt, ich habe jetzt erstmal für Veranstaltungen bei mir in der Nähe erstmal eine gute Euro-Kiste, wo ich den ganzen Kram reinpacken kann, die ganzen Bücher. Jetzt bin ich aber gerade in Hessen, was daran liegt, dass nächste Woche in Stockstadt ja die Buchmesse Ried ist. Also mit nächste Woche meine ich 9. und 10. Auf Instagram werde ich da jetzt auch noch was posten zu. Mal so langsam. Der Krankenstand hat einfach so viel Chaos verursacht. Und deswegen werde ich. Da ist noch was die Tage zu posten. Ich habe mit Margot zusammen einen Stand und wir verkaufen dort unsere Bücher, noch ein paar Zusatzsachen zu den Büchern, halt so was man so tut als schreibende Person und überhaupt. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ich werde die Kamera auf jeden Fall mitnehmen und mal gucken, ob ich was filme, weil, naja, sagen wir es mal so, hinter der Theke, also auf der anderen Seite der Veranstaltung, wenn du da viel sitzt und stehst den ganzen Tag, hast du halt gar nicht mal so, wie heißt es gleich, gar nicht so viel Filmmaterial, weil du ja im Prinzip die ganze Zeit nur die Leute filmen kannst, die an deinem Stand vorbeigehen. Und das ist dann auch meistens etwas unhöflich. Ja, so. Das waren aber halt die Sachen, die passiert sind. Es ist halt nicht viel passiert. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe eine Kiste gekriegt und dann bin ich übelst krank geworden und habe einfach nichts mehr auf die Kette gekriegt. Und jetzt bin ich seit Montag wieder am Arbeiten gewesen bis Donnerstagmittag. Dann bin ich gestern halt hier runtergefahren. Ja, das war's. Da war die Woche auch schon wieder um. Mega ätzend.
Einfach weil krank ist gleich wirklich komplett RIP. Und es nervt mich halt so, weil die ganze Zeit irgendwelche Sachen kommen, die mir halt voll in alles reingrätschen. Es ist, als würde irgendwas davon abhalten wollen, dass ich endlich diesen zweiten Band fertig kriege. Der ist schon einmal überarbeitet. Ich müsste den jetzt einfach nur noch einmal überarbeiten. Also es hat zwar den Vorteil dadurch, dass ich jetzt so viel Abstand wieder vom Text gewonnen habe, dass mit der Überarbeitung wieder neutraler vom Blick her. Aber es ist halt unglaublich ätzend, weil ich jedes Mal nicht dazu komme, den Kram zu bearbeiten. Richtig, richtig kacke. So, ich glaube, der Hund kommt jetzt wieder. Ich glaube, ich gebe euch jetzt nochmal gleich kurz ein bisschen Doggy-Cam. Ja, das war's nämlich auch schon wieder. Weil so viel ist halt nicht passiert, ne? Wenn du 2 Wochen krank bist, dann passiert halt nicht viel. Ja, so. Ich zeige euch jetzt was Süßes. Das ist flauschig. Bisschen älter. Da ist er. Der Django. Ja, nee, runter vom Tisch mit der Nase. Da ist das Flausch. Weil ich nichts zu fressen hier habe, ist der wieder abgedampft. Gut. So, ich gehe jetzt Hund kuscheln. Bis bald.